die ich heute erlebt habe. Und man merkt ja, dass man emotional sich nur engagiert, wenn man sich ärgert oder mitärgert. Ich habe mich mit Hans-Ulrich Jörges mitgeärgert und wir alle haben gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das ist ja deutsche Wirklichkeit. Die Geschichte hat er nicht erfunden, sondern erlebt. Und ich habe mir heute wegen meines immer schlechter werdenden Rückens eine Massage geleistet. Eine freundliche Vietnamesin namens Lana hat sich geärgert und ich habe angefangen, mich mit ihr mitzuärgern. Die sagt, ich bin seit 12 Jahren in diesem Land, sprach perfekt Deutsch, habe nie einen Euro aus irgendwelchen Sozialsystemen bekommen und meine ganze Familie, wir sind 5 Leute hier, das eine ist ein Ehepaar, ihr Bruder und seine Frau leben in Bayreuth, soweit ich das richtig verstanden habe, und sie wollen ihre 70-jährigen Eltern nachholen, selbstverständlich, um sie quasi aufzufangen und sie hier durchzufüttern. Also es geht nicht darum, dass die Eltern irgendwelche Sozialansprüche stellen. Es geht nicht. Sie sagt, sie dürfen es nicht, aber ihr rumänischer Nachbar hat 10 Verwandte nachgeholt ohne Probleme, von denen keiner auch nur einen Job hat, von denen keiner arbeitet und die alle in irgendeiner Form schon mit der Absicht gekommen sind, es sich hier gut gehen zu lassen. So hat sie mir das geschildert. Ich habe keinen Anlass daran zu zweifeln, weil sie das mit einer Inbrunst und einer auch Verzweiflung mir erzählt hat. Ich verstehe es nicht. Da gibt es offensichtlich Regularien und das ist das Problem, was wir in dieser Runde öfter schon gehabt haben. Es gibt staatliche Gebote und Verbote, die anderen Menschen das Leben zur Hölle machen, die wir nicht nachvollziehen können, wenn wir nicht uns entweder einen Pass abholen oder den Rücken massieren lassen. Ja, das ist so. Das ist, Rumänien ist eben EU, da geht das. Ja. Vietnam nicht. Obwohl jeder weiß, dass die Vietnamesen enorm fleißige Leute sind. Die würden nie bei einem Amt klingeln. Die haben die Zeit gar nicht, da stundenlang anzustehen. Die arbeiten und arbeiten. Und die kommen mit dem Ergebnis ihrer Arbeit aus. Während, also, Ich sag's nicht. Ich sag's aber jetzt. Die Bettelbanden, die bei mir vom Supermarkt sitzen und sich ständig ablösen und nur betteln, und ich kenne die Gesichter alle, die kommen aus Rumänien. Also ich finde, dass das ein perfektes Beispiel dafür ist, was mich länger schon umtreibt. Es gibt wahrscheinlich gar keine Ausländerfeindlichkeit. Nein! Sondern es gibt eine Faulen- und Abzockerfeindlichkeit. Genau, und das, was das heute das, bei einer Massage das, gefühlt hat. Und das finde ich wichtig. Und die war eben also fleißig und richtig. Genau, also jeder würde doch bei dem Beispiel sagen, der Vietnamesin muss man quasi mit offenen Armen begegnen und ihr auch helfen, die Familie nachzuziehen. Genau. Da ist auch das war Familiennachzug drin. Wir machen es aber so jemandem schwer, der bereits weitgehend integriert ist und auch die Eltern, wann es in dem Fall integrieren würde. Dafür empfangen wir nach meinem Eindruck mit viel zu offenen, armen Leuten, die wir gar nicht kennen, die sich noch nicht bewährt haben. Es geht ja schon los, dass derjenige oder diejenige, die hier schon ist, wenn die schon nur von der Sozialhilfe lebt, dann wissen wir ja, was nachkommt. Ja. Die hat ja nicht erzählt, oh, hier kriegt man auch Geld, ohne was zu tun. Und ich glaube halt, Uli, dass diese Abgrenzung, die du richtigerweise vorgenommen hast, das ist ja der politische Kontext sozusagen EU und Nicht-EU, dass man das Menschen nicht vermittelt kriegt im Land. Nicht. Sondern man kriegt nur, ist gut, strengt sich an, hat unsere Hilfe verdient oder ist faul, zockt ab und wollen wir hier nicht haben. Ganz richtig. Und das ist völlig egal, ob aus welchem Land da jemand kommt und welchen Beruf der ausübt und ob der Mann oder Frau, groß oder klein, deutsch sprechend oder nicht deutsch sprechend ist. Wobei, da würde ich noch sagen, so ein bisschen Mühe kann man sich schon geben, wenn man in einem Land ist. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, sondern es geht darum, wie sich jemand verhält und nicht, wo er herkommt oder was er ist, sondern wie er sich verhält. Und dafür ist das ein eigentlich bedenkliches Beispiel, ein schönes auf der einen Seite, aber auch ein abschreckendes auf der anderen. Ja, es hat mich bewegt heute. Es gibt jetzt eine Diskussion drüber, über die Aufnahme der restlichen Länder vom Balkan in die EU. Ja. Da muss man auch genauer hingucken. Serbien hat ein riesen Wirtschaftswachstum, das geht richtig voran, würde der EU gut tun. Davon bin ich fest überzeugt, die alten serbischen Sünden aus dem Krieg sind ziemlich abgearbeitet und vergessen und mit Bewältigen haben sie noch lange zu tun, glaube ich, während da andere, die kleineren Staaten auf dem Balkan, bin ich nicht sicher, was da passiert. Also was passiert, wenn Albanien Mitglied der EU ist? Ja? Aber Angela Merkel war jetzt dort und sagt, alle sollen Mitglied werden. Naja, das läuft natürlich gegen große Vorbehalte. Wir schaffen das. Uli, was da wird, goldene Zeiten für die albanische Mafia. Ja, ja. Weil dann sozusagen die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland praktisch vom Staat mitgeliefert wird. Also ich glaube, da es muss eine Möglichkeit geben, das in gewisser Weise nicht von einer Staatsangehörigkeit abhängig zu machen, sondern von dem Willen, hier mitzumachen. Wir müssen uns auch umgekehrt mal vorstellen, wenn deutsche Bürger und Bürgerinnen ins Ausland gehen würden,
Wie viel Hilfe würden die denn bekommen? Die müssen sich da anstrengen. Die müssen nach ein paar Tagen Danke sagen können und bitte und wo geht's zum Bahnhof und wie geht das? Und das ist auch eine Mentalitätsfrage. Mir war das ja auch so, wenn ich in Amerika unterwegs war und mir sagt einer, du darfst am Strand nur Flaschen in einer Tüte rumtragen, sage ich, das ist völlig unsinnig. Aber, und wenn man mir sagt, deine zweijährigen Kinder dürfen nicht ohne Windeln unterwegs sein, sonst kriegst du ein Ticket, sage ich, man kann einen Zweijährigen ohne Windeln. Diese Diskussion kommt erst gar nicht. Ich sage, dann ziehen wir in Gottes Namen ihm die Windel an und dann stecke ich die. Dann ist das die Regel und dann muss halt man das so akzeptieren. In Gottes Namen. Und mir hat mal ein Polizist gesagt, Son, this is not the Autobahn. Und da muss ich sagen, hat er recht gehabt, weil ich gefahren bin, als wäre ich zwischen Nürnberg und München unterwegs. Aber das ist ein interessantes Beispiel, weil unser Zugang, jedenfalls der Mehrheitsgesellschaft, wäre, wir müssen jetzt akzeptieren, dass der Mann seine Flasche nicht in die Tüte steckt und dass der seine Kinder ohne Windeln denn wir können da ja als Gastgeberland nicht genau rein. Genau das. Das ist ein kulturelles Thema. Na gut, und aber so wozu und ich finde, die Staatsgläubigkeit führt, haben wir während Corona ja auch gemerkt. Man muss auch mal an diesen da fragen dürfen. Das ist wohl wahr, aber ich finde dieses Follow the rules. Ja, das ist sozusagen etwas, was man ja auch als jemand, der in ein neues Land kommt. Und stellt euch mal vor, wir würden in ein solches Land gehen und würden da demonstrieren und, wollen. Ja, was meine Söhne waren ja in dieser deutschen, ich will nicht sagen Widerstandsart erzogen, aber ich ziehe keine Schuluniform an, nie im Leben ziehe ich diese. Nach vier Wochen hat der die Socken darf ich dazu aber gar nicht anziehen. Ja, um Gottes Willen, dann müssten wir in dem Buch nachgucken, welche Socken dazu. Hat ihm doch dann gefallen, oder? Natürlich. Ja, ja. Bei unserer Tochter, die war ja ein Jahr in Los Angeles auf der internationalen Schule, war ein Riesengeschrei mit dieser Uniform. Dann wurde der Rock heimlich noch 2 Zentimeter abgenäht, dass er die speziellen Maße nicht einhielt. Als sie zurück, also sie weinte am ersten Tag. Du wolltest sagen, als der Rock wurde ein länger Jahr gemacht, zurückkam, wurde länger gemacht, sagte sie, ach du Schande, jetzt geht das morgens wieder los. Welchen Brand hat die an, welche Jeans? Da ging es nur darum, nicht was wer anhat, sondern wie sozial er sich verhält. Das finde ich spitze. Ja, damit es keine sozialen Unterschiede gibt, die man sehen kann. Das macht wirklich einen Sinn. Ja. So ist das. Also, du warst auf einem guten Wege mit deiner Moderation. Ich glaube auch, es gibt keine Ausländerfeindlichkeit bei uns. Es gibt ein Unverständnis für gewisse Gruppen, die sich entweder nicht integrieren wollen oder nicht integrieren können oder in irgendeiner Form. Da wächst bei uns ein Unmut, der vielleicht nicht menschlich und nicht Zeichen eines großen Geistes ist, aber der nachvollziehbar ist. Und den haben aus meiner Sicht viele Menschen nicht nur gegenüber Menschen, die aus anderen Ländern hier einziehen. Natürlich. Sie haben es auch gegen die eigenen Menschen und sagen, der oder die will ja gar nicht arbeiten. Selbstverständlich müssen wir Mitleidsgelder zahlen für Menschen, die behindert sind, die eingeschränkt sind, zu alt sind. Aber egal auf der Welt, du musst dich anstrengen, du musst deinen Lebensunterhalt verdienen. Das finde ich absolut wichtig. Das ist ja auch die normale menschliche Reaktion. Jeder Mensch will mit anderen Menschen Kontakt haben. Er will was schaffen, er will was sehen, er will was zustande bringen. So, und wer das nicht will, der ist irgendwie verloren, für die Gesellschaft. Und zwar überall. Ja, und zwar überall. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich die Geisteshaltung, die sich eigentlich verbreiten müsste. Ja.